Willkommen zu der Weg mit Daddy Let's Play. Ja, es ist wieder Montag, ich stehe wieder in der Küche. Ich habe ein weiteres Game für euch angezockt. Nämlich Monster Truck Kids war bei mir im Play Store in der Familienrangliste auf Platz 8. Ich muss sagen, auch das ist mal wieder ein schön kinderfreundliches Spiel und es ist nicht von Lego. So, da in der Mitte ist das gute Spiel. Startens ist von Rust Games Monster Truck Kids Racing. Liebe Leute, ich bin eigentlich von den Lego-Spielen bis jetzt immer sehr überrascht gewesen, von wegen keine Werbung und keine In-App-Käufe. Hier gibt es natürlich In-App-Käufe. Werbung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, habe jetzt 5 Level gespielt. Ich zeig's euch mal. Also ganz praktisch oder cool finde ich auf jeden Fall hier unten die Buttons. Drücke ich drauf, muss ich mehrere Sekunden drücken, damit es überhaupt weitergeht. Hier 4 Sekunden, 3 Sekunden. Wenn ich jetzt drauf gedrückt halte, zählt ein Sekundenzeiger runter, da, und dann kann ich hier weitermachen. Das ist die sogenannte Kindersicherung. Naja, ich sag mal, ältere Kinder wissen diese bestimmt zu umgehen, aber wirklich viel kann man da nicht machen. So, dann drücken wir da mal auf die Minigames. Das sind verschiedene Spiele, die nochmal im Spiel drin sind. Ich zeige euch zum Beispiel mal das hier. Das ist die sogenannte Kralle, wie sie bei Toy Story heißt. Wenn es so einfach auch auf dem Jahrmarkt wäre, Leute, hätte ich diese Scheißuhr schon lange gehabt. Die 90er-Kinder wissen, glaube ich, was ich meine. So, da haben wir das Kuscheltier bekommen. Gott sei Dank, ich habe den Jackpot gemacht. Jetzt könnte ich natürlich jetzt nochmal spielen, aber machen wir nicht. Dann machen wir noch... Ja, wir spielen mal Memory. Wir machen es mal auf Medium. Besonders gut war ich nie in Memory. Und tada, gewonnen. Ja, so drehen sich die meisten Minispiele hier. Dann können wir noch den Ballonpuck machen, aber den machen wir mal. Das Puzzlespiel sollte auch allen klar sein. Dann drücken wir mal auf Let's Race. Wir wählen ein Auto aus. Ich mag den grün. Dann wählen wir ein Level aus. Wir nehmen das da. Und dann haben wir natürlich wieder 2 Knöpfe. Das Gas und die Bremse. Beziehungsweise da steht Reverse. Das heißt dann so viel wie Rückwärtsgang. So, wir fahren eine holprige Strecke mit einem Monster Truck. Mit verschiedenen anderen Monster Trucks, die uns jagen. Ja, da ist ein Polizist. Wow, wow, wow. Wir fahren Autos platt. Und wir sammeln Sterne. So. Lolo. Ja, wir sammeln Sterne. Wir sammeln Sterne. Lolo. So. Und da sind wir schon im Ziel. Und Leute. Ja, das war's. Natürlich kommt jetzt noch ein kleines Minigame, das wollte ich euch nicht vorenthalten, hier der Ballonpoop. Wir drücken auf die Ballons und sammeln noch weitere Sterne. Für diese Sterne bekommen wir, ich zeig's euch, so, könnten wir weitere Trucks freischalten. Hier, wir nehmen mal den Schulbus, dann spielen wir auch eine Runde mit dem Schulbus. Nur für euch, weil ich weiß, ihr wollt es unbedingt sehen. So. Also ich bin, wie gesagt, schon relativ gut überzeugt von dem Spiel, weil halt die Werbung komplett nicht da ist. Die In-App-Käufe natürlich wollen die mit, kann man, wenn man 3 Euro, glaube ich, meine ich, waren, investiert, kann man
alle Autos direkt freischalten, ohne die Sterne sammeln zu müssen. Aber dann hätte das Kind ja keinen Spaß mehr an dem Spiel. Ich würde sagen, man kann es, das Kind sogar unbeaufsichtigt spielen lassen. Es ist auch in der Kategorie bis 5 Jahre, also sprich, kleinere Kinder dürfen das Spiel laut dem Play Store schon zocken. Ich stimme dem da voll und ganz zu. Ich würde es mein Kind auch zocken lassen. Ist natürlich für uns Erwachsene wieder sehr eintönig, weil man halt nur einen Knopf drücken muss, aber. Naja, vielleicht sind unsere Ansprüche einfach zu hoch heutzutage. So, ich bin im Ziel. Ich sag mal, das war's für heute mit dem Der Weg mit Daddy Let's Play. Falls ihr noch andere Spiele habt, die wir unbedingt mal testen sollten, runter in die Kommentare und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.